Ich erinnere mich noch sehr genau an die große Empörung wegen der Fatwa gegen den britischen Schriftsteller Salman Rushdie. Auch wer seine Bücher nicht gelesen hatte, fand es einfach ungeheuerlich, dass ein Künstler in Lebensgefahr gerät, weil dogmatische Geistliche im fernen Iran ihn als Ketzer aburteilen. Die Freiheit der Meinungsäußerung, der Kunst, sie wurde damals weltweit verteidigt. Über den jungen iranischen Musiker Shahin Najafi redet kaum jemand. Der Rapper muss im Untergrund leben, hier, mitten in Deutschland. Denn auch er hat den Zorn der Ayatollahs geweckt. Shanli Anwar über Solidarität erster und zweiter Klasse. Seit Wochen traut er sich nicht mehr auf die Straße. Shahin Najafi ist untergetaucht, hatte noch zu wenigen Menschen Kontakt. Er wirkt müde und angespannt. Vor 7 Jahren musste er sein Land verlassen. Ihm drohten 3 Jahre Haft und 100 Peitschenhiebe. Er war schon damals ein Provokateur. Er singt offen über Tabus der Islamischen Republik. Sex, Drogen und der Schönheitswahn. Zum Verhängnis wird ihm dieses Lied. Nari ist Satire pur und voller sexueller Anspielungen. Zu viel für Ayatollahs im fernen Iran. Sie werfen ihm Gotteslästerung vor. Ihr Urteil gegen ihn, die Fatwa, Abfall vom Glauben. Darauf steht die Todesstrafe im Iran. Najafi fühlt sich aber auch hier bedroht. Wie kann man verstehen, eine Ayatollah in Iran drohen einfach einen Künstler in Deutschland? Für mich Meinungsfreiheit ist am wichtigste Sache. Und wenn ein Künstler darf nicht seine Meinung einfach sagen und diese Thema kann gefährlich sein. Lebensgefährlich, denn die Drohungen wirken. Hetzjagd im Internet. 100.000 Dollar Kopfgeld setzen Islamisten aus. Und ein Killerspiel gibt die Anleitung zur virtuellen Hinrichtung von Najafi. Er hat jetzt Polizeischutz, aber nur halbherzige politische Unterstützung. Obwohl der Menschenrechtsausschuss des Bundestages sich solidarisch erklärt und auch 50 deutsche Künstler. Doch das reiche nicht aus, so der Initiator Günther Wallraff. Also unsere Politiker sind gefordert, in so einem eklatanten Fall ganz eindeutig Stellung zu beziehen und sich schützend vor jemanden zu stellen und zu sagen, das ist in einem Rechtsstaat ein Unding und wir verwahren uns dagegen und wir werden den Botschafter aus diesem Land zumindest einbestellen und auch eine diplomatische Note dahin richten. Und außerdem, indem man ihn vielleicht auch mal einlädt, sich mit ihm zeigt, das habe ich damals mit Salman Rushdie organisiert. Salman Rushdie, mit dem Schriftsteller zeigten sich Politiker in den 80ern gerne. Mit dem Musiker Najafi jetzt nicht. Das Auswärtige Amt erklärt, zu viel Öffentlichkeit würde Najafi gefährden. Die einzigen, auf die er sich verlassen kann, die iranische Netzgemeinde. Wir sind alle böse, sagen die Münder. Sie spielen auf den Vorwurf an, Najafi sei das Böse, schlechthin. Trotz Todesdrohung macht er weiter für die jungen Iraner in seiner Heimat. Sie können nicht einfach ihre Meinung sagen über Islam oder einfach über alles, was, über Gesellschaft, über Politik. Und jetzt habe ich in Deutschland meine Freiheit. Und jetzt bin ich ein Mund von iranischen Jungen. Mit der Freiheit ist es vorbei. Die Fatwa wirkt in Deutschland quasi wie ein Berufsverbot. Ein Schriftsteller wie Rushdie kann untertauchen und weiterschreiben. Ein Musiker braucht die Bühne. Für Auftritte muss Najafi jetzt in die USA ausweichen. In Deutschland dagegen wurden die meisten Konzerte abgesagt, aus Sicherheitsgründen.